Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Becky zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution. Wir sind immer noch fleißig dran hier in unserem gefährlichen Gehege, wo wir unsere Dinosaurier auf Kampfberufenheit 100 bringen müssen. Zwei haben wir bereits oben. Aber, erst zwei. Der Indominus Rex, er macht uns noch ein bisschen Sorgen hier. Er will nicht so ganz. Er greift aber sehr gerne die Triceratopse an. Das ist ja schon mal gut. Der Indoraptor, den haben wir letztes Mal weggebracht. Uiuiui, da werde ich wieder rumgeschubst und jetzt gehen sie wieder aufeinander los. Okay, gut. Jetzt haben sie sich halt wieder für den Kampf entschieden. Dann ist es halt so. Dann werde ich euch jetzt hier wieder mal ein bisschen heilen und beruhigen. Und wenn wir noch einen Kampf brauchen zwischen den Indominus Rex und dem Triceratops, dann müsste nach mir auch der Indominus Rex mit 100 Kampfberufenheit versehen sein. Ja, sie geben natürlich schon Gas hier, aber es gibt nie was zwischen denen. Also es gibt keine Kampfberufenheit, die Kämpfe sind da. Es würde aber auch jemand sterben hier. Also, sie würden sich gegenseitig, oder zumindest hätte der Spinoraptor wahrscheinlich wenig Chancen hier gegen den Indominus Rex. Aber ich will den Kampf ja nicht so der Natur überlassen, sondern eingreifen und jeweils die Dinos wieder heilen. So. Er gibt auf, nicht nur das, er rammt uns auch gleich. Okay, wütend, ja, verstehe ich. So, und du? Du greifst mal wieder Zäune an. Oder, ja, der Triceratops, er wartet doch auf dich. Er würde gerne, dass du da dich mit ihm begnügst. Oh, jetzt geht das noch los. Jetzt konnte ich gleich noch reparieren, das war aber Glück. Vorhin ging das nicht, jetzt ging's, weil der Dino ja zu nahe stand, ging's nicht. So, jetzt hoffe ich nicht, dass ihr wieder einander angreift. Er rennt einfach in der Gegend rum, er sucht wahrscheinlich was, aber ich hoffe, dass... Nein, der Triceratops ist da, der Indominus Rex ist dort hinten, der greift mal ein anderes Tor an, beziehungsweise eine andere Wand. Hast du denn keinen Hunger? Oder warum? Oh komm, muss ich dich noch locken hier? Nein, jetzt kommt der wieder. Bleib da schön fern, bitte. So, der Triceratops dort hinten, der wartet doch auf dich. Den hat er ihn. Nee, der Jüngste, jetzt geht er dann sicher wieder auf. Ja klar. Nein, auch nicht. Sie gehen auch einander vorbei. Sehr gut. Ja, dann geht er wieder auf... auf ein Tor zu. Beziehungsweise, nochmals da hinten. Okay. Intelligent ist das Ding ja nicht wirklich. Oder er macht zumindest nicht das, was wir wollen. So, aber nee, du kommst da nicht so schnell raus. Das geht beim besten Willen nicht. Und ich bin immer allzeit bereit, das Teil hier zu reparieren. Zu versuchen. Also er hat dann wirklich mal ein Akku drin, dass er dann gar nicht mehr aufhört. So, jetzt ist hier hinten aber Schluss. Jetzt geh bitte mal einen Triceratops jagen. Du hast wahrscheinlich gar keinen Hunger, das wird das Problemchen sein. So, mal schauen. Jetzt kommt natürlich wieder der... gut. Beiden. Unglaublich. Gut, wir müssen halt uns einfach gedulden. Das ist jetzt irgendwie einfach so. Jetzt geht er wieder an diesen Ort. Also er weiß genau, wo er vorher stand. Muss da nochmals eine ganze Masse gegen diese Betonwand. Aber man merkt schon, er ist aggressiv. Ja, jetzt regnet es auch noch. Das ist doch die beste Möglichkeit, das beste Fleisch zu ergattern. Oh. Hätte ich doch nichts gesagt. Da dreht er sich.
Und dreht sich ein weiteres Mal. Schreien eigentlich die Leute hier drauf? Aber ist noch schwierig hier. Ja. Ja, jetzt haben sie sich wieder entdeckt hier. Ah, schade. Aber ich bin ja auch da. So, gleich wieder heilen. Juhu, hey, gerade zweimal hintereinander. Jetzt aber. Kein Pardon hier. Der hier kriegt gar nichts ab. Ist auch wieder gesund. Die anderen sind frisch fröhlich am Futtern da hinten. Auch nicht schlecht. Oh, wisst ihr was? Ich könnte ja mal ein Foto schießen. Ein Mordsfoto. 115. Wow. Okay. Aber jetzt heißt sie natürlich wieder heilen. Heilen, heilen. Ein bisschen bessere Position haben. Oh. Schnell, schnell, schnell. Ja, jetzt hat er aufgegeben. Ja gut. Ich gebe ihm nochmal seinen. Du. Auch noch einen. Oh, Entschuldigung. Okay. Dann hätte man das. So, schön Wetter. Vielleicht bist du eher ein Schönwetteresser. Ah, wie sieht's denn aus hier? Ein Triceratops. Come on, jetzt hast du doch ein bisschen Hunger. Wasser, Nahrung, es kommt, es kommt. So, Fahrzeug lenken und da kommt er ja schon. Ah nein, hier nicht. Gegenseitig bringt nicht viel, aber er ist eben auch oder müsste auch auf Wasser suchen. Jetzt geht er wieder dahin. Ich glaube, jetzt ist auch Zeit, dass wir reparieren müssen. Nein, immer noch nicht. Die Wand hält. Der kommt auch noch. Bist du jetzt auch noch gegen die Wand? Nee, oder? Du willst ihn einfach ärgern, das ist es. Du willst ihn einfach ärgern. So, jetzt aber. Die letzte Futtersuche. Oder Wassersuche. Die Tarnung ist schon relativ cool. Jetzt seht ihr, jetzt hat er... Er passt sich regelrecht an hier. Jetzt ist er grün. Ganz cool. Das heißt also Tarnung bei dem. Er passt sich wirklich der Umgebung an. So, jetzt erst mal trinken. Auch mit Wasser füllen. Dann einen Triceratops schnappen. Außer er geht ans Futter. Ans vorbereitete Futter. Ist natürlich auch möglich. Kann auch gut sein. Hoffe ich aber mal nicht. Der andere geht auch ein bisschen baden. Wo sind die Triceratopse? Hier hinten? Bin ich gespannt. Also es müsste reichen. Er hat 69, ein Triceratops gibt circa die 34. Wow, so. Oh, 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 oh. Ich komme da nicht durch. Dass sie zum Kampf ansetzen hier hinten. Na doch. Ach. Wusste ich doch auch gleich wieder. So, zuerst wird der hier angegriffen wahrscheinlich. Ja. Angreifen. Ja, ja. Oh, der ging aber auch schön daneben. Nicht ins Auge. Oh, das war ja gemein. Noch mehr ablenken, ins Gesicht go schießen. Ach, sowas. Das ist aber auch nicht nett. So, wer greift das nächste an? Wahrscheinlich der Indominus Rex hier. Na? Oder der Kleine, ja? Ja, der Kleine hier. Oh, der macht ihn aber auch gleich schön Schaden hier. Wenn er dann angreift. Oh, jetzt wird der wieder leiden. Nein, nochmals der hier. Also, er hätte auch gute Chancen, muss ich auch ehrlich sagen. So schlecht ist er gar nicht. Vielleicht gibt jetzt mal der andere auf. Der scheint nicht mehr interessiert zu sein. Na sowas. Das war ja ein Ende.
Der Indominus Rex hat aufgegeben, oder? Ja, ich glaube, der ist auf... Nicht auf Futtersuche, sondern der ist wieder mal auf Suche zum Ausbrechen hier. Und wieder dieser Ort. Hier hinten, hat es dann da was Spezielles hier? Keine Ahnung. So, jetzt holt er Anlauf. Reparatur nicht möglich. Reparatur abgeschlossen. Tada! Ja, ja, du bleibst weiterhin in deinem Käfig. Also, so schnell geht's wirklich nicht. Aber jetzt hol doch mal was zu futtern. Eieiei, das gibt's doch gar nicht. Hast du keine Lust auf einen Triceratops? Das kann natürlich auch gut möglich sein. Der rennt an denen einfach vorbei hier. Jetzt geht er aber zur Futterstation. Ja, immerhin. Aber jagen wäre halt auch schon mal wieder was. Ja, gut. Also, wir warten mal ganz kurz wieder. Oh, die anderen Dinos, die werden auch schön vernachlässigt. Also, ich könnte ja mal ganz kurz hier auch die anderen kurz ansehen. Nicht, dass man da... Ah, eben, genau. Das meinte ich. Den Ranger 1 wieder. Fahrzeug lenken. So, also, der hier ist schön am Futtern. Wie viel hast du gefuttert? Viel. Das ist aber ganz sicherlich zu viel gefressen. Gut, dann wäre es ja wieder mal Zeit zu jagen. Vielleicht hat er jetzt ein bisschen Lust zu jagen. Jetzt hin. Irgendwo hämmert wieder er dagegen hier. Ah, hier vorne. Okay. Auch hier kommst du nicht durch. Tut mir auch leid. Komm ich dir vorbei? Jawohl, nicht. So, wieder drehen. Drehen, 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 drehen. Jetzt zum Kampf. Oh, oh, oh. Ah, das ist das Spinoraptor. Nee. Nein, nein, nein. Nein, ich bin zu spät. So schade, so schade. Ja gut. Leider abtransportieren hier. Das geht nicht anders. Jetzt haben wir wieder nur noch einen hier. Also weißt, wisst ihr, was ich mache? Ich mache noch. Einfach sicherheitshalber noch. Könnte auch nochmals ein Cortio oder ein Iguanodon machen. Aber zur Sicherheit, dass wir einen haben. Aber eigentlich müsste nicht der Spinoraptor den angreifen, sondern eben der Indominus Rex. Nur, wo der jetzt wieder... Der hier hin. Da greift auf jeden Fall einer an. Hier ist er wieder. So, dann gehe ich ihm da mal in den Quere. Hallo. Hüchen. Ist aber wieder giftig hier. Oh, halt. So, wieder repariert hier. Sehr gut. Und wann greifst du denn an? Wäre doch noch schön, wenn wir das in dieser Folge hinkriegen. Warum haben wir hier oben ein Zeichen zum... Nein. Okay. Dann bin ich ja gerade hier am richtigen Ort. Mal wieder... Dinos heilen. Uiuiui. Tack, tack, tack. Jetzt geht's in die andere Richtung. Oh, ich hätte wieder Bock für ein Foto hier. Wie gibt das? Oh, das gibt jetzt eine Strafe. Wiederholung. Naja, gut. Wieder. So. Aber 400. Auch ein bisschen Kohle macht. Gut, das Geld, das wächst jetzt einfach an hier. Wow. Wir heilen hier wieder. Jawohl, jetzt wird der Kleine dann leiden. Gib ihm schon mal eine Spritze. Oder geht der? Nee, es geht weiter. Und das Tor ist offen, nur weil ich hier zu nahe bin. Niedrige Gesundheit. Aber ich sehe es nicht. Doch, oben ist es. So, und jetzt geh. Aber er hat aufgegeben.
Du bist gesund? Ups. Ja. Was machst du? Aber nicht angreifen, oder? Nee. Gut. Der greift eher mich an. Ah. Okay, ich gehe. Ich gehe. Aber der rennt immer dem hinterher. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da habe ich keine Ahnung, wie ich das am besten steuern kann. Ich dachte jetzt wirklich, mit den Triceratops hätte ich da eine gute Wahl getroffen, aber das scheint irgendwie nicht so zu sein. Ich muss den Kerl hier einfach immer im Griff behalten, weil er die ganze Zeit hier einfach das Tor angreift. Beziehungsweise die Wand, wenn ich nicht in die Nähe komme. So. Ja. Lass das Tor einfach. Und wenn ich ein bisschen weiter weggehe, weil der Spinoraptor, der rennt die ganze Zeit natürlich hinter dem Indominus Rex her. Der sucht die Herausforderung. Gehe ich dann wieder weg, dann geht er wieder an sein Plätzchen. Hämmert da mal wieder ins Zeug rein. Diesmal ist es eine andere Wand. Ich fahre da dir wieder. Ja, da steht im Ausgang. Aber lustigerweise, die gehen nicht durch. Die gehen tatsächlich nicht durch. Also, da bin ich ein bisschen glücklich, dass das so ist. Dass sie nicht durchgehen. Irgendwie kann es sein, dass ich ihm vielleicht auch auf die Nerven gehe. Natürlich auch gut möglich. Wenn ich eben nichts mache. Ah, natürlich, der Spinoraptor ist auch immer dort, wo ich bin. Hämmert er jetzt einfach die ganze Zeit? Nein, hämmert er nicht. Weil ja, der ist einfach immer dort, wo ich bin. Aber jetzt, die Chance hätten wir vielleicht jetzt. Mal kurz abwarten. Aber könnte sein, dass er zum Angriff setzt. Das wäre es dann, wenn wir es doch noch endlich schaffen würden. Ja, endlich geht's hier rum. Ich hoffe, dass wir es auch schaffen werden. Werde ich nicht heilen, leider tut es mir leid, Triceratops. Du wirst untergehen, dafür haben wir dann auch die Kampfverrufenheit auf 100%. Ah, noch kurz warten, der Todesstoß fehlt noch, oder nicht? Doch. So, und der hier, der rennt tatsächlich immer bei mir rum. Heilen kann ich nicht, erst wenn er für tot erklärt ist. Aber es reicht immer noch nicht. Ach, schade. Dachte ich schon, jetzt hat's gereicht. Doch, es hat gereicht. Sehr schön. Rufen Sie das Transportteam, um die Dinosaurier von der Insel transportieren. Alle drei Kreuzungen, der Indominus Rex, der Indoraptor und der Spinoraptor, müssen von der Insel verschwinden. Wir haben ein schmales Zeitfenster. Das hat jetzt absolute Priorität. Okay. Ich werde da ganz kurz speichern, dass wir das nicht verlieren. Einfach aus Sicherheit, weil sonst, wenn wir das jetzt wieder vermasseln, dann ist es nicht so toll. Dann müssen wir das Ganze nochmals machen. Es ist einfach eine langwierige Sache, logischerweise. So. Der wird abgeholt. Das würde bedeuten, wir brauchen die ACU. Werden mal zuerst den hier versuchen zu betäuben. Dann der hier. Wo der hier unten ist, keine Ahnung. Hier. Gut, die Dinosaurier mal wegtransportieren. Das Zeitfenster, weiß ich gar nicht, wo es ist. Rufen jetzt dort die Dinosaurier von der Insel transportieren. Einfach alle? Ich möchte, dass Sie alle Kreuzungen von der Insel transportieren. Halten Sie sich nicht an die Details auf. Meine Leute werden die nächste Phase übernehmen. Sie sollten nur wissen, dass unsere kleine Störung nicht länger ein Problem darstellen soll. Die Mission schlägt fehl, wenn einer der missionsrelevanten Dinos stirbt. Also der Indominus Rex ist der eine. Dann haben wir den Spinoraptor und logischerweise hier unten irgendwo noch
Wo ist er? Keine Ahnung. Irgendwo dümpelt der auch rum. So, und dann hier. Zack. Und. Der Lion. Er, genau. Ah, kann ich jetzt den überhaupt betäuben? Oh, das, jetzt bin ich aber gespannt hier. Weil eigentlich geht's ja gar nicht. Der ist ja immun gegen diese Sachen hier. Jetzt bin ich aber dann gespannt hier. Wenn es funktioniert, dann war es einfach vorhin wegen der... So. Tatsächlich. Das wäre einfach vorhin nur... wegen der... wegzuschicken? Jawohl. Das war wirklich nur wegen dieser Mission, konnte ich das nicht machen. Sehr schön. Gut, jetzt gehen sie alle weg hier. Dann heißt es eigentlich nur noch forschen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Gehen ins Forschungsteil und haben da natürlich einiges noch zu machen. Geld haben wir. Oh. Den letzten noch hier betäuben. Wo ist das Transportteam? Hier. Weil wir den haben. Oh, hier ist auch schlecht Wetter wieder mal. Nur wo er ist. Er ist im Wald drin irgendwo. Das wird schwierig. Das heißt, wir werden hier ganz kurz... So, jetzt ist er weg. Allein. Okay. Dann müsste es eigentlich dann klappen. Ich habe nicht viel Zeit. Das ist gar nicht die Zeit hier. Das ist einfach Nummer 1, Nummer 2 und jetzt hier Nummer 3. Und dann? Haben wir es geschafft oder nicht? Keine Ahnung. Wir werden es wissen. Wahrscheinlich kommen sie danach wieder zurück. Auch fast sicher. Lasst euch da auch mal wieder frei hier. Haben wir denn hier noch... Wir haben gar keine Dinos mehr hier drin. Okay, aber du gehst dann auch weg. Wir können da wieder Bäume platzieren. Perfekt. So, und wenn dann der Transport hier abgeschlossen ist, dann bin ich gespannt, was passiert. Aber wahrscheinlich geht es noch weiter. Schön wäre, wenn es fertig wäre. Dann hätten wir die Doctor Who-Sache abgeschlossen. Zumindest das Normale. Dann geht es in die Herausforderung. Am Forschen sind wir auch noch, aber das werde ich dann im Off fertig machen. Dass ich nicht hier das Spiel einfach laufen lassen, damit die Kohle kommt, sondern das können wir dann... Wirklich. Oder kann ich dann einfach im Off machen, alles noch fertig forschen. Dann können wir nämlich gleich rüber switchen in die in den Herausforderungen. Jawohl, wir haben es geschafft. Tatsächlich haben wir das Ganze erledigt. Doctor Who haben wir geschafft, hier im normalen Modus. Hier ist jetzt Doctor Who Geheimnisse Forschungsziele im Herausforderungsmodus. Sind alle freigeschaltet. Das ist irrelevant hier. Sehr schön. Freut mich. Wir haben noch ein bisschen Geld. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen forschen. Wir könnten eigentlich hier die günstigen noch schnell nehmen. Die fertig machen. Wir werden noch die Folge hier logischerweise ganz normal abschließen. Der blabbert sich wieder das Zeug zusammen hier. Und wir werden... Oh, da gab es noch mehr Charaktere. Okay. Sehr gut. Perfekt. Meine Lösungen mögen unorthodox erscheinen, aber sie sind effektiv. Der Zweck heiligt die Mittel. Denken Sie daran, dass unser Zweck die Auferstehung einer Tierspezies ist, die einst über die Welt herrschte. Die Natur hat fast... Wir werden hier noch ein paar Jahre gebraucht, um sie Dinos ausbrüten. Ich habe nur 30 gebraucht, um sie wieder zu... Zwar werden wir... Das sagt einiges.
die Stegoceratops wieder machen. Alles. Drei Stück dann. Dann diese wieder in das Feld hier bringen. Und die kosten aber noch was. Und trotzdem haben wir wieder so viel Geld. Warum das denn? Aber gut, wir machen auch einiges am Plus hier. Aber ja, wie gesagt, wenn die Folge vorbei ist, ich lasse den Rest hier wirklich ablaufen. Dass wir hier nur noch das Restliche forschen müssen. Aber eben im Off, dass wir im Herausforderungsmodus dann starten können. Ja gut, wir haben hier im anderen Teil noch... Ja, diese beiden. Oh, da sind noch mehr. Okay. Gut, wir könnten dann zuerst den teuren noch nehmen. Nein, komm, wir nehmen zuerst den da. Dann ist der auch durch. Ja, das wird sogar noch zuerst der hier sein. Haben wir das auch geschafft. Sehr gut. Also wir können eigentlich noch das Fleischzeugs hier verkaufen. Das brauchen wir hier nicht mehr. Dasselbe ist auch hier hinten. Brauchen wir Fleisch nicht mehr. Hier haben wir normal. Und hier haben wir auch noch... Genau. Sehr gut. Dann gibt es hier die Pflanzen. Sachen, auch hier die Pflanzensachen. Bist du auch glücklich? Ja, das bist du. Hier gibt es die Stegoceratopse. Die gehen dann aber ins andere rüber. So, gleich das nächste Forschen. Hier sind wir durch. Jetzt kommt noch der. Ja, wir haben fast alles doch noch im Normalen machen können. Also im Off muss ich jetzt wirklich fast nichts mehr tun. Ist nur noch der hier. Den kann ich jetzt aber noch laufen lassen. Nein, zumindest starten. So, nein, starten kann ich auch nicht. Ich habe das Geld nicht. Gut, ich muss warten. Dann der noch. Und bei dem gibt es auch noch die dritte. Das mache ich noch. Und dann sind wir soweit durch. Eben, wie gesagt, das dann im Off. Hier gibt es nichts mehr groß zu tun. Außer noch ein bisschen die Dinos betrachten. Hier nochmals die Stegoceratopse, die jetzt in Ausbildung sind. Ich würde sagen, gelungenes Dr. Wu-Abenteuer. Vor allem war es spannend. Es war wirklich spannend. Es gab aber wahrscheinlich nichts an Skin hier. Trotzdem ich da relativ viel machen musste. Gibt es hier denn Skins? Beim ACO, ich glaube, das habe ich schon mal geguckt. Nee, gibt es hier nicht. Ich weiß nicht, wo es sonst noch irgendwelche Skins gibt. Ich glaube, sonst nirgends. Aber ich denke, wir haben... Ja... den Erfolg reglich verdient, dass wir das schaffen. Es war doch noch, ich würde sagen, die letzte Mission war auch die spannendste. Es war Hektik ein bisschen angesagt. Vielleicht gibt es ganz andere Vorgehensweise. Vielleicht bin ich da wirklich komplett falsch vorgegangen. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht. Es war was los hier im Parkareal. Man musste sich wirklich konzentrieren, dass nicht wirklich einer dann wegstirbt. Auf der anderen Seite, wir haben ja die Sicherungsspeicherung auch gemacht, dass wir gleich wieder dort weitermachen können. Weil das ist das, was mich dann am meisten ärgert. Es verstreicht sehr viel Zeit. Man hat da nicht alles richtig gemacht und dann einfach mal nicht gespeichert, weil man denkt, ja, ja, das geht dann schon, das passt. Und dann geht es dann eben nicht. Und dann hier ist dann wirklich, man muss die ganze Mission neu machen. Und das ist halt dann schon... Ja, es braucht Zeit und für ein Let's Play ist das sehr mühsam, beziehungsweise, ja, muss es dann ja nicht nochmals aufnehmen und darum habe ich jetzt halt kurz diese Speicherung gemacht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, es ist halt schon ein bisschen einfacher, wenn man das so macht, aber dafür ziehe ich das Let's Play nicht unnötig in die Länge oder muss im Hintergrund oder beziehungsweise im Ohr dann eben mehr Sachen wieder machen. Dann kommen wir hier wirklich auch voran. Ich denke, wir könnten uns vielleicht noch in der Zwischenzeit ein Hotel hinstellen, falls das noch reinpassen sollte. Aber nicht danach aus hier. Wir eines hinstellen können. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Es bleibt bei zwei Hotels. Schade, schade, schade. Aber passt schon. Wir sind oder wir kommen ja auch relativ zügig voran hier. Wenn wir dann noch die
Egoceratopse jetzt dann noch haben, dann geht es dann nochmals ein bisschen schneller. Die können wir auch gleich wieder betäuben. Aber ja, die Folge ist auch vorbei. Wir werden nächstes Mal starten mit, ja, mit der Herausforderung. Das ist unser nächstes Ziel, dass wir die Dr. Wu-Herausforderung weitermachen. Ihr kennt es ja bereits, wir sind dort in Folge 2 oder Folge 3 irgendwo hängen geblieben. Dort werden wir jetzt weitermachen. Und hier werde ich einfach noch die beiden oder die drei Forschungssachen hier fertigstellen. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Dr. Wu's Herausforderung. Bis dahin, besten Dank und ich verabschiede mich. Euer Packy. Bye, bye.